Hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play Goat Simulator. Ich habe mal wieder ein paar Steam Workshop Sachen durchstöbert und sie euch mitgebracht. Deswegen klicken wir auf Custom Game und wählen dann hier mal, wenn ich es finde. Wo ist es? Goat Up Beach? Nö, das ist es nicht. Oder? Jump Puzzle? Nein, das ist es nicht. Tja, jetzt müsste ich es nur noch finden, wa? Ich find's aber nicht. Dann gucken wir mal hier, ob es hier ist. Ja, Vorbereitung ist alles, sage ich euch. Tornado Goat, das ist der erste, glaube ich, oder? Heißt es noch anders? Nein, es ist das ist das erste, was ich euch zeigen wollte. Und wir machen das auf The Hill Alpha. Play! Was ist das? Ein durchsichtiger Ziegenhintern. Die Ziege hat ein Geweih. Guck mal. War die Grafik schon immer so össelig? Das sieht ja total schlimm aus. Irgendwie hatte ich das anders in Erinnerung. Wie schalte ich das ein? Das war Slow-Mo, ja. Aber Rackdoll? Hui! Naja, immerhin kriegen wir jetzt hier coole Sprünge hin und so, aber ich würde gerne mal wissen, wie... Das schlägt so auf. Wie jetzt? Ah, guck mal! Auf R! Den Workshop schaltet ihr auf R ein. Und dann seid ihr eine Tornado-Ziege. Was auch immer das macht, wir gucken das mal an. Guck mal. Jetzt haben wir die Leute in einem Tornado gefangen. Oh. Machen wir es mal wieder aus. Steh auf! Faules Stück. Oh, oh, oh. Ganz ruhig, ganz ruhig. Komm mal wieder runter! Oh, Menschen! Oh, Grillparty! Hey, das ist ein bisschen cool auch. Oh nein, der steht in der Ecke, brennt und weint. Ich lösche ihn mit Wind. Wind hilft gegen Feuer, siehst du? Und er auch. Komm, wir löschen. Oh, das hat noch nicht gereicht. Weiter löschen. Weiter, weiter. Oh Gott. Hör auf zu brennen. Ich will dir doch nur helfen. Ich will dir doch nur helfen. Ja, verrückt. Es ist ein bisschen ruhig geworden um den Goat Simulator. Dafür gibt es jetzt sowas wie den Rock Simulator. Den habe ich nur noch nicht gefunden, sonst würde ich den auch gerne mal ausprobieren. Eine brennende... Oh Mann. Jetzt brennen wir nicht mehr. Na toll. Und die feiern hier schon weiter, als ob nichts gewesen wäre. Kommt nochmal die Tornado-Ziege vorbei. Hallo. Oh. Da hat mich auch noch ein Auto erwischt. Oh. Das Katapult. Das Katapult. Ich muss dahin. Auf. Zum Katapult. Ui. Nein. Jetzt bin ich hier. Ich probiere nochmal die Röhre aus. Wir haben diese Map auch schon mal gespielt zusammen. Ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnern könnt. Aber wir haben es gemacht. Ja, wie dem auch sei, ich wollte eigentlich zu dem Katapult hin. Ursprünglich mal. Auf das ich mich ja nicht selber draufsetzen darf, leider. Aber hier liegt noch eine Laterne. Ups. Steh auf. Steh auf! Schön wäre es halt, wenn wir auch mit hier rein dürften. Aber jetzt, wenn das jetzt losgeht, außer es ist gefixt worden. Nein, ist es nicht. Kommen wir hier wieder raus? Das ist relativ lahm, oder? Ich hatte mir irgendwie mehr versprochen. Man muss das vielleicht geschickt kombinieren. Und das ist nicht so meins. Geschickt kombinieren kann ich nicht. Deswegen spielen wir auch keine geschickten Kombinierspiele hier. Zusammen. Jetzt! Ja! Ziege hat es geschafft. Was wollte ich denn eigentlich mal machen? Ich wollte irgendwo hin.
Ich weiß aber nicht mehr wohin. Genau. Wohin genau? Pokémon. Komm und schnapp sie. Los, lauf. Manchmal läuft sie auch echt ein bisschen seltsam, oder? Naja. Hier oben konnte man doch noch irgendwas machen. Wir sind hier viel zu schnell weg. Guck mal, das könnte man doch mal wirbeln, oder hier? Ein mysteriöser Kistenhaufen bewegt sich langsam. Sehr langsam. Auf den Menschen zu. Schmeiß ich die hier alle runter. Komm her. Hat ja gut geklappt. Aber wir könnten mal den Ball anlecken. Den nehmen wir mal mit. Dann machen wir halt hier noch so ein bisschen anderen Unfug. Wo ist der Ball? Komm her. Na, und? Schmeiß mal den... Nicht noch hinterher? Nein, den wollte ich auch gar nicht hinterher schmeißen. Aber diese Kiste, die hat Potenzial. Oh, 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 die Ziege auf, die Ziege auf, die Ziege auf! Hui! Oh, 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 oh. Hallo! Na? Ich hab euch ein paar Kisten mitgebracht. Machen wir eine Kistenparty, oder? Hä? Wo schießt mich das hin? Ah. Auf die falsche Seite. Schade. Schade! Hui! Und... Warte mal, hier können wir doch auch noch irgendwas machen, ne? Da oben ist doch auch noch was. Wir gucken uns nochmal schnell um. Nein, verdammt. Verfailed. Oh. Da kann man hoch. Ich kann mich nicht mehr so genau daran erinnern, was man hier alles macht. Da sind Menschen, die irgendwas opfern. Und da sind Gasflaschen. Boah. Boah. Ups. Ups. Ich wollte das eigentlich hier runterschmeißen. Auf die Partygemeinde da. Auf die Opferparty. Hey, von die Opferparty. Nein. Was passiert? Passiert mit dem Auto wohl auch was? Lasst mich los! Passiert mit dem Auto wohl auch irgendwas? Okay. Ja, ist ja gut. Kann man in das Haus noch rein, zufällig? Wir könnten mal mit dem Tornado... Da ist auf jeden Fall jemand drin. Da sind... Boah, da ist eine Party. Und die Ziege ist nicht eingeladen. Was soll das denn? Ihr müsst doch die Ziege einladen, wenn ihr eine Party schmeißt. Genau deswegen lädt man keine Ziegen zu Partys ein. Zu Hauspartys. Oh Gott! Hier ist voll viel Gerümpel. Hallo, die Ziege ist da! Ah, fall doch nicht gleich mit der Ziege ins Haus. Hoffentlich haben die eine gute Haftpflichtversicherung. Hausrat, oder? Ist das Hausratsversicherung, die da greifen würde? Wenn überhaupt? Also wenn jetzt bei euch zu Hause eine Ziege vorbeikommen würde und so einen kleinen Tornado dabei hätte, würde das die Hausratsversicherung bezahlen? Ich meine, guckt euch das mal an, wie das hier zusteht. Das ist hier ein... Das räumt man nicht mal eben schnell weg. Wenn man dann abends merkt, oh, die Eltern kommen wieder. Viel früher, als ich dachte. Dann haben wir ein Problem wahrscheinlich. Also die Versicherung würde ja sowieso nicht vorbeikommen und das Ganze für euch aufräumen. Aber vielleicht würde sie es bezahlen. Es geht ja eh alles immer nur ums Geld. Warum klebt die denn immer in der Decke? Ganz schön windig hier drin. Ja, cool. Oh, das ist so umgefallen. Ja. Hauptsache die tanzen noch. Also so schlimm kann es ja für die Bewohner hier auch nicht sein, was wir hier gemacht haben. Aber irgendwie... Komm.
Ja. Ich gehe da mal wieder. Viel Spaß noch. Oh, ja. Das war eine gute Party. Wenn die Leute halbtot vorm Haus liegen, war es immer eine gute Party. Aber die Ziege ist ja sowieso eine gute Partie. Bumm. Ja, mehr gibt's glaube ich nicht. Das war der Steam Workshop. Der Taz. Taz heißt es, glaube ich. Der tasmanische Teufel. Wir könnten noch einmal hier runterrutschen. Gucken, ob das. Wow! Ich werde ganz schön schnell. So schnell wollte ich gar nicht werden. Ja, schön. Gut, Leute. Eigentlich wollte ich auch mal wieder nur einen neuen Workshop vorstellen. Das ist ja immer, je nachdem, was es für ein Workshop ist. Ich glaube, die anderen, die ich noch so habe, sind ein bisschen umfangreicher. Aber das werden wir gleich feststellen. Deswegen, ich hoffe, dass ich euch irgendwie eine kleine Freude bereiten konnte. Und wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben. Abonnieren nicht vergessen. Und ihr könnt ganz viele tolle Sachen machen. Ihr könnt das mit euren Freunden teilen. Boah, ihr könnt so viel machen. Unfassbar. Ich weiß gar nicht. Ich kann das gar nicht in Worte fassen. So viel könnt ihr machen. Unglaublich viel. Ja, ne? Dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, wenn die Ziege wieder Unsinn treibt. Ja, tschüssi. Hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play Goat Simulator mit einem neuen Steam Workshop, den ich aber auch erstmal wieder finden muss. Abu Goat ist es nicht, Mega Jump ist es nicht, Beach. Ist es Goat Up Beach? Nein, ist es nicht. Candyland war es auch nicht. Dann ist es vielleicht hier unten bei den Mutators. Blue Streak, Italian Dinosaur Goat, Goatborn. Speak Dragon by pressing R. Nein, das ist es nicht. Hitchhiker. Was ist Hitchhiker? Also, Anhalter ja, aber warum? Was ist das? Compactor. Compact? Blow up. Black Hole. Repulsive. Ave Maria. Super Mario Sounds and Music. Das funktioniert. Ich schütze das Spiel sofort ab. Tja. Wo sind jetzt die Sachen? Junkyard. Challenging Jump Puzzle. Beach. Vielleicht ist es das. Ich drücke einfach mal auf Play und nehme euch mit in diesen Steam Workshop und hoffe, dass es der ist. Der ist es nicht, natürlich nicht. Das ist dieses tolle Ding, was wir noch nie geschafft haben. Und deswegen gehe ich hier auch gleich wieder raus und ihr könnt sehen, wie eine Aufnahme nicht funktioniert. Und zwar ohne Vorbereitung funktioniert sie wahrscheinlich nicht ganz so gut wie gedacht. Und deswegen klicken wir nochmal auf Custom Game und wählen was anderes aus. The Fall ist es nicht. Labyrinth. Mega Go Jump. Beach. Candyland. Junkyard. Das ist es alles nicht. Wie kommt man denn da dran, frage ich mich da. Muss ich hier auf Play drücken? Nö. Das ist auch falsch. Das ist wohl die schlechteste Folge Goat Simulator überhaupt, aber ist egal, das kommt alles ins Internet. Schließlich ist das Internet voll mit schlechten Videos. Und dann darf meins ja auch nicht fehlen, würde ich sagen. Custom Game. Ich verstehe es nicht. Warum ist das denn nicht hier drin? Komm, wir machen jetzt hier mal alles rein. Ich hau hier jetzt alles rein. Und dann geht's ab. So. Und das spielen wir in Gold City Bay Play. Wenn das jetzt funktioniert, dann freue ich mich. Aber ich glaube nicht, dass es funktioniert. Aber, ja. Er lädt auf jeden Fall relativ lange schon. Mal gucken, was so passiert.